Moinsen, moinsen, liebe Hammerschwinger, hier ist mal wieder der Agri für euch mit einem neuen Arcade-Game, nämlich Starhammer 40K-Bilder 6 Beta. Ja, keine Ahnung, worum es da geht. Das ist das erste Mal für mich, dass ich das hier zocke. Ja, und ich hoffe mal, dass das hier einigermaßen geil ist. Ich bin, wie Sie gesagt, absoluter Neuling hier. Also erwartet nicht allzu viel von mir. Ich bin ja teilweise bei den Arcades ein bisschen schwer vom Kapisch. Nicht immer, aber bei manchen schon auf jeden Fall. Ja, bin mal gespannt. Sieht soweit ja ganz cool aus. Sieht ein bisschen so aus wie Nexus Wars, so eine Art. Ja. Choose Race. Chaos Champion, Imperial Commander oder Control the Swarm. Warning, the race is not complete yet. Okay. Nehmen wir doch erstmal den Chaos Champion. Was habe ich hier? Ah, kann ich nichts machen? Aha. Ich guck mal bei den anderen hier. Brauchen hier sich die Power-Generatoren auf. Nicht genug für Spingas. Das geht aber gar nicht. Was machen die hier? Soll ich hier erstmal rüberspatzen? Zum Gegner. Unholy Stronghold. Ich stehe da erstmal rüber. Hä? Oh, cool. Euer Wille mehr Promille. Welchen Units denn? Was denn? Ach, war das mein Bilder hier oder was? Ah! Mein Bilder rennt rüber. Der joggt da einfach mal rüber, ne? Ich schicke jetzt erstmal die hier einfach rüber, die Gegner. So, anscheinend wusste ich nicht, dass das hier ein Bild ist. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Schwarm, hier so ein Formling. Unholy Stronghold. Was hat er sich hier geholt? Dark Hero. Power-Generator wahrscheinlich erstmal. Mach das mal hier. Und dann hat er sich hier auch immer so ein Temple of Thror. Temple of Korn. Aha. Da gibt es frischen Korn drin. Ne? Dark Hero. Alter, kann ich dich noch holen? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, was haben wir hier? Cool. Ist der jetzt drin oder was? Ich muss das hier erstmal mit dem Power-Generator. Mach ich da mal einfach so einen Power-Generator hin vielleicht. Und das ja was. Boah, ja, das ist ja schon. Sieht ja geil aus. Na, ich weiß nicht, was das bringt hier. Nee, kann ich nicht. Okay, jetzt kann ich hier. Unsere Kultisten, Witchmaster, Chaoslord und Revive drum bauen. Forge kann ich noch bauen. Machen wir das auch mal. So. Ein paar Kens zum Deffen vielleicht. Ist ja immer nicht verkehrt, ne? Ach, kann ich die jetzt hier noch ausbauen? Bauen irgendwie. Ach, Rechtsklick, um Fähigkeit nicht automatisch entzünden. Das kennen wir ja.
So. Unholy Stronghold. Ach, das Ding hätte ich bauen müssen, wahrscheinlich. So. Zwei fette Kennis habe ich hier schon stehen. Oh mein Gott, er ist tot. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Das würde ich gerne mal wissen, wie man hier ein bisschen Income bekommt. Aha. Base unten links. Fragt sich jetzt nur. Was haben wir denn hier? Halt eine befreundete mechanische Einheit. Wie erforschen. Was erforschen? Das muss ich auch noch holen. Improved Supply. Ah, okay. Okay, gut. Also man kann das sozusagen alles im Nexus hier erforschen. Das ist ja schon mal ein Unholy Stronghold. Man kann aber noch einen zweiten bauen. Und sagen, dann den Baubereich auszubauen. Heavy Beepen. Ah, okay. Kann ich Upgrades drin durchführen? Das ist aber eine fette Schmiede. Sieht ja krass aus. Ist ja richtig cool. Was wird hier gebaut? Ja, Billard baut da schon. Dran am Control Point. Ich will auch einen Control Point bauen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ah, den hau ich doch weg hier. Haha. Jetzt sollte es gleich eigentlich mehr. Na, komm schon. Zieh! Werd fertig. Forschung abgeschlossen. Jo, geht auf jeden Fall schneller. Income Upgrade 1. Increase Mineral Income with 100%. Improve Generators. Increase the Gas Income 50%. Wird angegriffen. Okay. Tier 2. Dafür brauche ich aber erstmal ein paar Mineralchen noch. Mineralchen. War nice. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Was machen die da? Lagerfeuer? Geil. Hä? Ich muss da erst rangehen, oder was? Kann ich das denn dann machen? Nicht genügend Mineralien. Ah, okay, ich muss erst rangehen. Erst Runde capturen und dann kann ich es erst aufbauen. Kann ich, wenn ich jetzt weggehe, wird das hier abgebrochen? Nö, anscheinend nicht. So, und erstmal gleich das Upgrade to Tier 2 holen. Würde ich jetzt gerne mal wissen, wofür man die überhaupt benötigt. Die komischen Control Points hier. Nicht genügend Mineralien. Ach, auch mehr Mineralien. Schön. Die auch schon zwei Stück hier. Wie lange brauchen die? Müsst ihr auch gebaut sein, dann muss ich vielleicht doch da stehen bleiben. Basis wird angegriffen. So, nichts. Die Basis. Boah, dauern die lange. Wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Eine gute Basis. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, anscheinend sehr lange. Oh, Ewigkeiten, die Dinger.
Oh, den doch auch schon mal auf. Den da unten auch. Jetzt krieg ich hier, jetzt habe ich hier niemals Ruhe. Krieg hier niemals mehr Mineralien. So, komm her. So, den auch noch. Komm, jetzt holen wir jetzt einfach alle mal. Den Punkt holen wir uns da auch nochmal. So. Alles schnappen, was geht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, da auch nochmal ein. Ein Baneblade. Scheint ja anscheinend gut. Scheint ja gut zu sein, wenn er es so sagt. Oh, das reicht jetzt erstmal. So. Ach, das dauert ja auch Ewigkeiten. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal ein paar Einheiten so. Nicht genügend Mineralien. Kultist, aha. Kultist in a Shadow. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Was haben wir hier noch? Witchmaster? Wir bauen erstmal die Typis hier. Echt, das ist ja, dauert ja Ewigkeiten. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich will mehr Income haben hier. Ja, mit Golen. Alter, was hat der für eine Masse? Alter. Wir sind kalt. Ja, Bill hat ja auch ein bisschen was da am Start. So, und das, genügend Mineralien. Das hier erstmal fertig ist, dann holen wir das erstmal noch dazu. Direkt hier. Gasinkam plus 50%. Sieht hier gut an. Income Power Upgrade. Forschung abgeschlossen. Newton Generator. So, und jetzt holen wir uns das ja auch nochmal. Jetzt haben wir jetzt auch so einen Witchmaster hier. Verwerten. Wir holen uns einfach alles dazu. Nicht genügend. Jetzt mal gucken, was man hier noch so bauen kann. Nice. Demon Pit and Chaos Machine Cult. Was haben wir hier noch? Unholy Stronghold brauche ich dafür. Demon Pit brauche ich dafür aber erstmal. Nicht genügend Mineralien. Shooten Demon Pit. Nicht genügend Mineralien. Hm, aber den bauen wir einfach mal da hinten hin. Ach, ich muss da Einheiten dran stehen haben, okay. Ach, jetzt check ich das. Mit dem kann ich es nur bauen, mit. Ich brauche da wirklich Einheiten, die da dran stehen, damit es fertig wird, oder was? Das hätte mir mal einer sagen können hier, ne? Kollegen der Nacht. Immer noch nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, komm hier nochmal ran. Ah, cool. Ja, machen wir es gleich mal als Upgrade to Tier 3. Beziehungsweise hier, Unholy Stronghold. Schön, aber warum sieht das bei ihm hier so aus? Bei mir so scheiße. Ah, okay, ich kann den Kontrollpunkt auch noch wem anders übertragen. Was ist das denn cooles hier? Ich muss gleich bei Hotdog rein. Cool, ich will auch einen Hotdog essen.
hat da was drauf gebaut. Cool, kann ich da was drauf bauen? Jetzt mit dem Typ hier mal wieder zurückgehen. Was ist denn ein Baneblade? Ist das so gut? Anscheinend. Wollen ja auch mal so ein paar fette Sachen noch. Upgrade durchgeführt. Alles was geht. Ich komm mit. Ich möchte mir auch irgendwas machen. Na, ich komme erstmal so eine Runde zu Billa stratzen. Ich bin hier. Unsere Verbindungen werden angegriffen, durchgeführt. Mal wieder verwerten hier. Unsere Gedanken. Alter. Da ist der dicke Baneblade, Alter. Was ist das denn fertiges? Unsere Verbündeten. Alter Falter, ey. Ich hab nur meinen guten Sukkoff hier. So die. Alter Falter, ey. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ah! Oh, doch gerade was mega Fettes, ey. Wie geil sieht das Ding überhaupt aus? Alter Falter, ey. Das sollte man vielleicht doch erstmal wieder zurückgehen. Werden angegriffen. Auch noch mal dazu. Unsere Gedanken. Was kommt denn da noch rüber? Von Tag Julian irgendwas? Erklärt euch. Ach komm, ich gehe jetzt einfach rein mit meiner Masse. Alter Falter, ey. Jutta Sukkoff hier, der brutzelt da gut drauf. Macht da fast gar keinen Schaden. Nein, Sukkoff! Krass. Ich will auch so eine fette Einheit haben. Jetzt mal gucken, was ich hier noch bauen kann. Lass mal das Ding hier bauen. Sieht ja cool aus. Forschung abgeschlossen. So, kann ich hier noch eigentlich Upgrades machen oder was? Gut, das ist eine Shadow Heavy Vibus 2. Das auch nochmal dazu. Mal das teuerste kaufen, das muss ja gut sein, ne? Ganz einfache Taktik hier. So, Demon Pit hatte ich ja hier. Gibt es noch irgendwas, was ich bauen kann? Nö, das wird wohl das Ding hier sein. Krasser Scheiß. Ist auch teuer, aber egal. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal hier. Altar of Hate im Bau. Ah, sieht schon gut aus. Aufgabe. Wer merkt schon, ich bin hier wirklich Nubi. Da ist der gute Blood Diamond. Ach, gleich. Gleich aber. Gleich kommt mein Monster. Upgrade durchgeführt. Er baut sich auch was richtig Fettes auf. So. Wenn ich das hier abbrechen würde, dann könnte ich mir schon einen holen. Deswegen mache ich das jetzt auch erstmal kurz. Schön Blood Diamond. Der Blutdämon. Rockt alles nieder. Euer Wille mehr pro Mülle. Anon hat ja auch eine ganz schöne Batterie hier stehen.
sind die Dinger hier? Ach, das sind die. Ja, brauchen wir hier mal vom Wasser. Nicht genug ist das Upgrade Vespingas. Noch? Nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. Na komm schon. Nicht unsere Verbündeten werden angegriffen. So. Ah, ich brauchte euch ein bisschen mehr Verteidigung. Basis wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay. Aber da kommt jetzt mein... Die Verschwörung. Komme. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Masse. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sind aber auch dicke Okolyten, ey. So eine Mischung aus Sarah und keine Ahnung. Und so Hybriden. Kann ich davon noch mehr bauen? Schade, nur einen. Upgrade durchgeführt. Oh, rein da mit der ganzen Masse. Ich hab da voll rein. Oh, okay. Jump Style Attack. Yeah, baby. Rauf da. Köstlich. War noch keine Upgrades dafür, wie ihn. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich jump jetzt hier voll mal in die Masse rein. Komm her, hier. Geiler Scheiß. Jetzt muss ich ihn kurz erstmal wieder wegziehen. Das ist ja gleich dauern, mein Freund. Alles hier mal rein. Ah, da kriegt er halt auch so ein. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hör auf da jetzt. Dann kloppen wir noch weg. Nice one. Nicht unsere Verbündeten werden angegriffen. Ach, schon wieder was? Ist meiner down oder was? Ah, fuck, meiner ist down leider. Aber ich kann mir gleich die nächsten holen. So, jetzt gehen wir direkt zum nächsten weiter. Kogo! Volle Otte drauf da! Ach, Sukov ist ja auch noch am Start. Ja, ein bisschen mal hier Stürmchen, Serra-Stürmchen raufhauen noch. Ja, richtig cool, das Arcade-Game. Gefällt mir. Ist anfangs nicht so einfach zu verstehen. Aber es geht doch. Doch, es geht. Ein bisschen Englisch kann, passt das. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, geil, ey.
Wie geil er springt, ne? Traumhaft. So, ich hol mir auch nochmal so einen dazu. Erklärt euch. Oh. Der ballert aber auch ganz gut. Muss man hier wegputzeln. Yeah. So, und jetzt hier volle Pulle drauf. Wuhu! Das ist doch Sieg! Ja, fürs erste Mal war das auf jeden Fall in Ordnung. GG! Wuhu! Yeah! Nice one! Das freut mich aber. Ja, geiles, geiles, geiles Arcade-Game. Aber ist ja momentan auch noch in der Beta. Boah. Also, merken, Starhammer 40k Bilder. 6 Beta. Guck mal kurz, Punktübersicht. Ja, ich war ja nicht so der Bringer. Mit das Schlusslicht. Aber hat Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Agri. Haut rein. Ciao.